Heiße Fähchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Hallo, willkommen beim Detroit-Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue Sie. Bevor wir beginnen, machen wir ein paar Anpassungen zur Optimierung des Spiels. Sie sind jetzt bereit, Detroit zu starten. Denken Sie daran, es ist nicht bloß eine Geschichte. Dies ist unsere Zukunft. August 2038 um 20:29 Uhr. Ja, herzlich willkommen zu Detroit Become Human. Ich bin von der Grafik so hin und weg. Die Details fantastisch. Ich staune die ganze Zeit schon und ich werde immer weiter staunen. Okay, ich habe schon eine ganz kleine Testaufnahme, um zu gucken, ob auch alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Dann war schon mal hier in den Vorraum. Jetzt haben wir hier Philip Johns, geboren am 11.10.1999. Philips Caroline, geboren am 23.05.2001. Und Philips Emma, geboren am 2.09.2028. Na, der Familie, ich denke, wir sind bei denen hier zu Hause, sonst würde er nicht mehr vom Bild hier stehen. Sieht alles aber hier so ein bisschen, ja, zerschossen aus. Oh, kleines Fischilein. Zwergfadenfisch. Ja, wir retten das kleine Fischchen. Oh, rein damit. Schwimmen. Wir wollen ja Leben retten und können jetzt hier nochmal das Aquarium uns angucken. Wahnsinnig, wahnsinnig schön. Mir gefällt das echt gut. Ja. Was sollen wir tun? Wir sollen bitte, Captain Allen sprechen. Bitte, halten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, wir das müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Die ist wohl jetzt nicht so begeistert. Irgendwas ist mit der Tochter. Okay, hier haben wir die Ziele. Findet Captain Allen. Wir gucken, ob wir erst noch was anderes erkunden können. Da geht's nicht rein. Und hier rein. Und die Tür ist offen. Ja, ich weiß, dass er da hinten steht. Anscheinend sagt unser Programmierer, sprich mit Captain Allen oder du kommst hier nicht rein. Ja. Sieht wohl so aus, dann machen wir das doch einfach mal. Captain Allen. Hallo. Captain Allen. Ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Haben Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, ja, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Warum hast du es noch nicht gemacht? Ist ja klar. Und hier müssen jetzt alles wieder in Ordnung kommen. Analysieren. Okay. Was können wir denn hier analysieren? Wir haben hier Munition. Ich denke mal. Eine Waffe, die MS-853 Blackhawk. Wir können jetzt hier etwas rekonstruieren. Okay.
transferieren wir hier. Wird die Waffe, die der Koffer da runterkam. Der Abwalzer nahm die Waffe des Vaters. Okay. Und jetzt können wir es wieder in die andere Richtung abspielen lassen, um genau zu sehen, wie es abgelaufen ist. Macht die Situation nicht besser. Der Androide hat die Waffe des Vaters geklaut und hält jetzt die Tochter fest. Fantastisch. Nun denn, dann gucken wir mal, wo wir Informationen finden. Nehmen wir Musik. Das schlussfolgert eher aus ein bisschen Musik, okay. Oh, Musik. Das Kind hat keine Schüsse gehört. Macht keinen Sinn. Ich bin mir nicht so sicher. Daniel. Ist ja echt doof, wenn der Kleine was passiert. Anschauen. Es sah vor uns aus, als würden wir da nicht rein können. Jetzt ist es komplett zu, okay. Leichte Koordinationsstörungen. Untersuche die Opfer. Okay. Was haben wir hier? Fernsehen. Seit einer Stunde wird ein Mädchen auf einer Dachterrasse als Geisel festgehalten. Schön. Berichterstattung, noch mehr Panik verbreiten. Lecker Abendessen. Was gab's denn? Nudeln. Aber es ist ja natürlich wichtig, hier Nudeln auszuschalten. Ein Mann. Der Vater? Ist das der Vater? Ich glaube ja. Das wird zu schnell. So, ja. John Phillips, der Vater ist leider verstorben. Was haben wir hier? Eine Schusswunde. Lungenblutung, Pneumothorax. Hier haben wir linke Niere perforiert, tödliches Abdominaltrauma. Hier haben wir Lungenblutungen, innere Blutungen. Okay, was können wir jetzt konstruieren? Wir starben. Ja, okay. Er hatte was in der Hand. Ein Tablet. Und da hinten stand der Mörder. Unbehaupt. Fantastisch. Was haben wir jetzt noch da hinten? Ja, es ist Tablet hingeflogen, dann können wir es wahrscheinlich das auch noch angucken. Ja, echt leid für die Familie. Da ist der Vater tot und die Tochter hängt am seidenen Faden. Ihre Bestellung eines AB-700 Androiden wurde registriert. Cyberlife bedankt sich für ihren Einkauf. Der Vater hat einen neuen Androiden gekauft. Ja, aber wer sagt jetzt, dass er ersetzt werden wollte? Ich meine. Was ist, wenn er gar nicht ersetzt werden sollte? Was ist, wenn er nicht ersetzt werden sollte, sondern ein zweiter Droide? Genau, die Familie wollte einfach nur einen zweiten. Polizisten. Da unten liegt eine Waffe. Okay. Deputy Officer war zuerst vor Ort. Rechte Herzkammer perforiert, innere Blutungen.
Was haben wir hier? Schussrückstände. Er hat einen Schuss abgefeuert. Wer ist der Tote? P.O. Deckard Anthony. Oh je. Sehen wir jetzt auch, wie er gestorben ist. Ja, immer wenn wir da was von dem gelben Zeug haben, kann man irgendwas machen. Ja. Wir sehen jetzt den Schuh. Oh je, die Kleine hat also gesehen. Und da hat den Abweichler verletzt. Oh je, oh je. Das heißt, die Klee hat alles gesehen. Das finde ich scheiße. Was ist jetzt noch gelb? Die Waffe. Okay. Das ist natürlich jetzt sehr scheiße. Finde ich doof. Jetzt die Waffe aufheben. Und untersuchen. Oh nein, wir könnten die mitnehmen. Nein. Nein, wir wollen keine Waffe mitnehmen. Genau, bei Verhandlungen um das Leben von einem Kind. Nehmen wir eine Waffe mit. Klar. Das finde ich nicht gut, wenn die Klee verletzt wäre. Ist die getroffen worden? Der steht da vorne an der Kante. Das können wir hier noch analysieren. Frisches blaues Blut, Modell PL600. Okay. Das Abweichlermodell, also... warum? Nein! Nicht töten! Kein Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte, nein! Ich möchte dich hier rausholen. Ich sehe was. Ich bin das Traum langsam mehr. Daniel, ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Emma und du. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Er verliert Blut. Wenn er nicht in ein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Ja, was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass ihn nicht an! Finger weg oder du stirbst! Wir wollen ihm doch helfen. Du kannst mich nicht töten! Ich lebe nicht! Die hübsche Krawatte ist weg. Sie wollten dich austauschen! Und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Boah, ich bin da voll in dem Gespräch drin. Das ist nicht meine Schuld. Ich bin Connor und ich will das Mädchen retten. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden! Oh. Ja, klar. Wir wollen ihn ja beruhigen. Die Situation ist unter Kontrolle. Da! Du kriegst dein Bild! Oh.
verfolgt. Wir wollen ihm vertrauen. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ja. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Nein. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. So, und jetzt lass die Kleine gehen. Bitte. Okay. Ich vertraue dir. Aber... Oh nein. Ich dachte, er überlebt. Ich dachte wirklich, er überlebt. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Ja, gelogen. Ja, gelogen. Oh je, oh je, oh je. Aber das Mädchen lebt. Der Polizist lebt, aber der im Pool, dem war leider nicht mehr zu helfen. Es war schon riskant, den Polizisten zu helfen. Man kann Punkte in Extras ausgeben. Okay. Ja. Das war's dann an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 5. November 2038 um 15.24 Uhr bei CyberLife. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte. Komm schon, Zoe, gehen wir. Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und Sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Wir nehmen ihn. Er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Wir sind also jetzt hier in so einem Androiden-Verkaufszentrum. Da ist er. Es war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Wow. Die Grafik, immer wieder.